Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mori kocht. Ihr seht schon, ich habe ganz, ganz viele Zutaten und eine sticht natürlich besonders heraus. Wir kochen heute wieder mit Knickknacks. Ob ich da noch genug von habe? Ich glaube schon. Ja, wir machen was richtig Geiles, nämlich den Knickrösti-Burger. Hört sich ziemlich geil an, schmeckt es auch. Ich habe viele rumexperimentiert und dazu machen wir leckere, wie heißen sie, Bergkäse-Sticks, ja. Habe ich mir überlegt, panieren wir natürlich auch wieder mit Knickknacks das Ganze, quasi für den Double Crunch, wenn man so möchte. Und ich freue mich sehr, durfte ja auch schon auf der Gamescom quasi für Knickknacks kochen, war ziemlich geil. Vielleicht kriegen wir das ja mit dem Burger auch nochmal hin. Ich weiß, ihr liebt Burger, also ja, sagt vielleicht einfach mal Knickknacks, bitte, bitte. Mori stand auf dem Weihnachtsmarkt, Spandauer Weihnachtsmarkt, der Knickrösti-Burger. Hätte ich Bock drauf, aber ja. Thema heute eben der Burger und die Bergkäse-Sticks. Viele Zutaten, ich hatte es schon gesagt, auch viele Gerätschaften, unter anderem natürlich die Fritteuse für die Sticks. Sieht natürlich viel aus. Man muss sagen, es ist ein bisschen Vorbereitung, weil wir machen die Burgerbrötchen auch selber. Aber es lohnt sich, definitiv. Vieles davon kann man auch vorbereiten. Also wenn ihr das mal mit Kumpels machen wollt oder Freunden, dann ja, könnt ihr das easy vorbereiten, auf wenige Schritte dann reduzieren und dann durchböllern. Im Prinzip könnt ihr aber auch natürlich Brötchen kaufen, werden aber nicht ganz so geil. Warum nicht? Ja, kleiner Sneak Preview, ich habe ja rumexperimentiert und schaut euch diesen geilen Oschi an, ja, schön mit Käse und Speck überbacken, super fluffig. Habe ich da mal was vorbereitet, wie man das in jeder Kochshow kennt. Ich hoffe, der zieht das noch scharf hier. So, jetzt guckt euch diesen geilen Oschi an. Am liebsten würde ich jetzt schon reinbeißen, riecht einfach so gut. Aber ich zeige euch natürlich, wie man den macht. Wie gesagt, ich habe ein bisschen rumexperimentiert mit den Knickknacks und Einleitung schon wieder viel zu lang, aber ihr merkt, ich bin gehypt. Wir legen los mit den Burgerbrötchen, weil die dauern am längsten. Heißt natürlich, ich räume jetzt erstmal ein bisschen auf, damit wir ein bisschen Platz bekommen. Ich wollte euch nur die Zutaten mal in Gänze zeigen. Der Hype, ja, können wir aber noch steigern. Ich habe auch schön zwei Sorten geilen Käse besorgt und Speck und... Und falls ihr euch fragt, was ich mit dem ganzen Käse mache, ne? Wir machen so eine, dieser Knickrösti-Burger, ne? Rösti, paniertes Rindfleisch mit den Knickknacks, die Bergkäse-Sticks und nur so eine schöne Käsesoße zu diesem Knickrösti-Burger. Also, ich will gar nicht so viel vorweggreifen. Wir brauchen als erstes eine Küchenwaage und wir nehmen uns als erstes mal ein Gefäß mit 100 ml warmem Wasser. Ist wirklich wichtig, dass wir da Zimmertemperatur haben. Und dazu packen wir jetzt 150 ml Milch. Dazu geben wir dann 40 Gramm Zucker. So ein Burgerbrötchen ist süß. Ich hatte das ja schon mal angemerkt, so ein Burgerbrioche. Warum machen wir den Zirkus? Diejenigen, die jetzt schon länger zuschauen, auch zum Beispiel die Pizza-Folge mit Olli gesehen haben. Ich verwende eigentlich immer frische Hefe, weil es ist so viel geiler als diese Trockenhefe. Es riecht halt an sich schon geil und Hefe, das ist halt ein lebender Organismus und der ernährt sich von diesem Zucker. Und der mag es nicht, wenn es zu heiß ist, weil dann stirbt er. Aber der mag es auch nicht kalt, ja? Damit er sich da extra breit machen kann, brauchen wir halt eben warmes Wasser und auch ja, warme Milch. Also Zimmertemperatur reicht aus, ja, sofern ihr jetzt nicht irgendwie 15 Grad im Zimmer habt. Sonst müsst ihr ein bisschen heizen, ne? Oder stellt das mal ganz kurz in die Mikrowelle, aber dann bitte bevor ihr die Hefe reintut, weil danach in der Mikrowelle ist doof, weil Mikrowellen töten. Und rühren das Ganze natürlich auch nochmal ein bisschen um, ne, dass sich das so komplett löst. Das Ganze stellen wir kurz zur Seite, dann kann die Hefe schon mal arbeiten und wir nehmen uns eine Schüssel und dann packen wir da so 500 Gramm Mehl circa rein. Wir brauchen noch mehr, also ihr solltet sowieso, Mehl hat man ja eh immer im Haus. Dann geben wir noch rein ein Ei. Können wir einfach so direkt reingeben, ruhig. Ihr kennt das vom Teig. Ein bisschen Salz kommt eigentlich immer in jeden Teig rein. Und ja, auch beim Nudelteig hat man immer Öl oder Fett mit drin. Das macht das Ganze schön nochmal geschmeidig. Und Fett ist natürlich auch so ein kleinerer Geschmackträger. In dem Fall nehmen wir dann nicht Öl, sondern 100 Gramm Butter. Kleiner Tipp von mir, die Butter sollte mindestens zimmerwarm sein. Das heißt, sie sollte hier schon mindestens eine Stunde draußen stehen haben, am besten natürlich länger. Man kennt es, dann ist sie auch schön streichfähig. Ansonsten packt ihr sie kurz in eine Mikrowelle, also wenn die flüssig ist, ist es auch nicht schlimm. Ja, der Grund ist einfach, wir müssen das Ganze jetzt zu einem einheitlichen Teig verarbeiten. Und wenn die hart ist, dann knetet ihr euch einen Wolf. Und wenn wir das alles haben, geben wir jetzt unsere Hefe
Wasser-Milchmischung damit rein, ne, Zucker. Und jetzt heißt es ordentlich durchkneten. Dazu könnt ihr so ein Handrührgerät nehmen. Ich bin aber ein Fan davon, gerade so bei Teig, von guter alter Handarbeit. Ja. Das heißt, saubere Hände. Am besten nehmt ihr erstmal eine und vermengt das Ganze. Wir haben auch genug Mehl trotzdem. Ja, so eine Packung nebenbei ist nicht schlecht. Und wir müssen es sowieso mit der Hand durchkneten. Formen uns dann einen schönen, fluffigen Teig. Da führt sowieso kein Weg vorbei. Also das letzte Stück macht man dann, muss man sowieso mit der Hand machen. Er wird ein bisschen flüssig sein. Deswegen immer ein bisschen Mehl nachkippen. Aber anders jetzt, als wenn wir zum Beispiel Flammkuchenteig machen, ist es nicht so, dass der Teig nicht mehr kleben darf. Weil wir lassen ihn ja noch gehen. Also es ist sogar ganz gut, wenn wir nicht zu viel Mehl dran haben und der Teig noch so leicht feucht ist. Was wir bekommen, ist ein wunderschöner, geschmeidiger Teig. Ja, zeigen wir auch gerne nochmal hier. Gleichmäßig ist ganz wichtig. Also das heißt, nehmt euch wirklich Zeit beim Durchkneten. Ich habe jetzt, weiß nicht, vielleicht 100 Gramm Mehl oder so nochmal dazu gemacht. Also gar nicht so viel. Und wir decken das Ganze jetzt ab und stellen das Ganze für mindestens eine Stunde, gerne natürlich auch länger, an einen warmen Ort. Wichtig ist auch, dass es da warm ist. In dem Fall nehme ich da in den Backofen, den hatte ich vorhin schon mal benutzt. Der dürfte jetzt vielleicht, also darf auch nicht zu heiß sein, sonst backen wir ja schon, das wollen wir nicht. An einem warmen Ort und lassen, wie gesagt, die Hefe arbeiten und den Teig gehen, dass er ein bisschen Volumen bekommt. In der Zwischenzeit würde man jetzt Kartoffeln schälen. Den Schritt habe ich mir selber schon mal abgenommen. Kann man natürlich auch super machen, also Kartoffeln kann man super vorschälen. Wichtig ist nur dann, dass man sie in Wasser lagert, weil sonst kriegen die Kartoffeln braune Stellen an der Luft. Das heißt, luftdicht quasi einfach ins Wasser legen. Und dann nehmen wir uns eine Reibe, grobe Seite reicht, und reiben die Kartoffeln. Ihr kennt das ja. Da jetzt wahrscheinlich auch wieder die Fragen kommen, was für Kartoffeln nehmen wir? Gerade für Rösti würde ich persönlich vorwiegend festkochende nehmen. Die sind so ein schöner Kompromiss. Festkochende eignen sich allerdings nicht. Die haben zu wenig Stärke. Aber so oder so müssen wir die Kartoffeln ohnehin, beziehungsweise den Teig, den wir jetzt her machen, diesen Kartoffelteig, dann auch noch ausbringen später, weil der ein bisschen Wasser verlieren wird. Lagen jetzt auch die ganze Zeit im Wasser, aber auch so, selbst wenn wir die frisch geschält hätten. Ganz wichtig, auch bei Kartoffelrösti oder generell, wenn ihr da die macht, ist auch die Bindung. Vorwiegend festkochende Kartoffeln haben an sich genug Stärke. Also der eine oder andere gibt dann nochmal Stärke hinzu, das brauchen wir nicht. Und das reicht definitiv. Was man machen kann, ist natürlich noch ein Ei dazugeben beispielsweise oder ein bisschen Mehl. Gerade letzteres dient halt einfach mehr dazu, weil es halt dann so feucht ist, dass wir so ein bisschen trockene Stärke mit ranbekommen. Und dass es dann einfach besser hält. Aber wir haben ja später noch unsere Geheimwaffe, unsere crunchy Masse. Das heißt, das alles könnt ihr weglassen. Wir hobeln jetzt erstmal wirklich nur die Kartoffeln. Kartoffeln sind gerieben. Jetzt heißt es natürlich noch, die Kartoffelmasse ein bisschen würzen. Dazu nehmen wir uns Salz und Pfeffer, man kennt es. Macht aber nicht zu viel, weil wir machen ja noch die Knickknacks dran und die sind ja auch gut würzig. Und Muskatnuss. Muss natürlich auch mit dran, also ein bisschen Muskatnuss. Ich muss mir unbedingt wieder die ungemahlenen Dinger holen. Das Ganze vermengen wir jetzt auch nochmal, dass das nochmal ein bisschen durchziehen kann. Ja, man wird bemerken, ein bisschen Flüssigkeit hat sich hier schon gebildet. Wie gesagt, das müssen wir später eh ausquetschen, wenn es dann soweit ist. Und die Knickknacks nehmen halt auch nochmal ein bisschen Feuchtigkeit auf. Womit wir dann auch bei unserer Hauptzutat wären, ein Knickrösti-Burger. Was wäre der ohne leckere Knickknacks? Und das ist halt wirklich eine Jumbo-Packung, ja? Boah, wow. Das ist nicht nur lecker, sondern wir haben ja, guck mal. Wir haben einen Triple Knickknack. Alter. Hört man das? War jetzt ein Fehler, einfach mal anzufangen. Ja? Weil wenn man einmal angefangen hat, dann will man, da will man gar nicht mehr aufhören. Aber rein damit. Und das ist auch das Geile an dem Rezept. Ja, wir machen sowohl unsere Bergkäse-Sticks als auch unser Rinderpatty. Werden wir damit panieren und kriegen damit so einen richtig geilen Crunch mit rein. Und in den Kartoffelrösti hatte ich ja auch schon gesagt, kommt auch ein bisschen was. Und das Ganze fügt sich, also ich habe es beim Testkochen schon gemacht, fügt sich richtig geil zusammen. Aber jetzt erstmal nehmen wir uns entweder eine hohe Schüssel und so einen Stabmixer oder
Ihr könnt natürlich auch einen Standmixer nehmen und jetzt wird erstmal schön das Ganze klein gemöllert. Kleines Zwischenspiel jetzt. Unser Teig hat sich vergrößert. Sieht man ja. Ist also schon ein bisschen gegangen. Bevor wir ihn jetzt weiter gehen lassen, das ist wie so ein Wölkchen jetzt schon. Nehmen wir uns so ein kleines Ding. Ne, je nachdem, wie groß ihr eure Burger machen möchtet, würde ich sagen, so zwischen 80 und 120 Gramm. 120 Gramm sind dann schon größere Oschis. Und ja, wichtig, schönes Bällchenform. Wobei, ihr braucht eigentlich gar nichts Form. Ne? Und drückt das hier jetzt so ein bisschen platt aufs Backblech. Das heißt, wir geben das Ganze hier aufs Backblech. Drücken das so ein bisschen flach, weil die gehen sowieso noch hoch. Das heißt, das, was wir jetzt in der Breite bekommen, das kriegen wir sonst später nicht, weil die im Backofen eben überwiegend in die Höhe gehen. Deswegen macht euch da keine Gedanken. Mehr als 6 Stück auf einem Blech würde ich nicht machen. Wir haben noch ein bisschen Teig übrig. Wie gesagt, die gehen noch ein bisschen hoch. Und wir geben ihm auch nochmal ein bisschen die Chance, weiterzugehen. Also wir stellen die jetzt nochmal für so eine Dreiviertelstunde, Stunde nochmal an die Seite, bevor wir mit denen weitermachen. Und in der Zwischenzeit haben wir natürlich auch noch genug zu tun. Wir schwingen nämlich jetzt das Messer. Knoblauch und Zwiebeln. Ich hatte schon gesagt, wir machen so eine leckere Käsesoße. Das heißt, wir brauchen Knoblauch und Zwiebeln, die wir natürlich vorher schälen müssen. Es gibt halt nochmal so ein geiles Aroma. Also Käsesoße mit Knoblauch und Zwiebeln werden sich jetzt viele wundern. Ich hatte ja schon mal so eine Nacho-Käsesoße gemacht. Da habe ich das jetzt nicht reingemacht. Aber jetzt so zum Rösti, zu was richtig Herzhaften, passt es halt sehr, sehr gut. Und ihr kennt es ja. Allerdings reicht uns eine halbe Zwiebel. Die nehmen wir dann natürlich und schneiden die wie immer ganz fein. Gleiches gilt natürlich auch für den Knoblauch. Außerdem nehmen wir uns noch eine Tomate und schneiden die hier einfach so in Ringe. Die können wir nämlich für die etwas fruchtige Note noch später mit auf den Burger legen. Und das letzte, was wir jetzt noch schneiden müssen, ist unseren Käse. Zum einen habe ich hier einen leckeren Emmentaler. Ja, da nehmen wir erstmal so ein kleines Stückchen hier von weg. Das ist nämlich den Käse, den ich für die Soße verarbeiten möchte. Das hier nehmen wir für die Soße. Und das Stück schneiden wir nochmal besonders fein. Weil das, ja, können wir natürlich auch reiben. Wäre eigentlich auch gar nicht so unintelligent, ehrlich gesagt. Das streuen wir nachher nochmal über die Burgerbrötchen drüber. Das Stückchen hier können wir jetzt ruhig ein bisschen gröber schneiden. Das lösen wir eh auf in der Soße. Sollen wir natürlich trotzdem, ne, nicht als Stück, kann man auch reiben. Also ne, schnappt euch die Reibe, wahrscheinlich seid ihr dann sogar schneller. Und ja, der Bärkäse, habt ihr euch sicherlich auch schon gefragt, was machen wir da jetzt? Den nehmen wir, der riecht ein bisschen intensiver. Schönes Bild drauf. Also Wachs natürlich abschneiden. Und dann hängt es jetzt davon ab, wie wollen wir unsere Sticks haben. Ich denke, wenn wir die hier so längs machen, wäre das ganz cool. Macht sie nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Zu dick, weil sonst schmilzt er nicht so schön. Das wollen wir ja. Generell wird er aber nicht so Fäden ziehen, wie man das von Mozzarella-Sticks kennt. Ja, das ist klar. Das ist ja das Typische eben an Mozzarella, dass der so lange Fäden zieht. Also die Erwartungshaltung solltet ihr nicht haben. Generell wird da natürlich auch in Videos immer sehr viel getrickst. Ne? Da wird dann mit Kleber und Leim und so gearbeitet, dass das so in Fotos und Videos immer so cool aussieht. Unsere Bärkäsesticks müssen wir natürlich noch panieren. Ja, das heißt, ich habe da mal was vorbereitet. Eine wunderschöne Panierstraße nennt man das. Wir haben Mehl, ich weiß nicht, vielleicht kann man das sogar auch weglassen, Ei und dann unsere Knickknacks feingemöllert und Semmelbrösel. Wir nehmen beides, weil ich kriege die mit meinem Mixer nicht so fein. Finde ich auch ein bisschen schade, wenn man die zu fein macht, weil man darf ja ein bisschen Erdnuss davon auch noch merken. Und den Crunch, das macht es ja halt auch ein bisschen aus. Das heißt, um die Lücken zu schließen, damit der ganze Käse nicht austritt, haben wir noch die Semmelbrösel. Was wir einfach machen, ist im Endeffekt jetzt hier, ne, die Sticks hier quasi so reinpacken. Bisschen Mehl. Einfach nur, damit das Ei besser haftet. Durch abklopfen das Ganze. Und dann kommen die hier ins Ei rein. Ja. Und dann in die Knickknacks. Da ordentlich was vorbereitet. Und dann kriegen wir hier so einen schönen Stick raus. Beziehungsweise mehrere. Und die wälzen wir dann nochmal in Semmelbrösel, damit es halt auch wirklich verschließt. Dann können wir die hier auf den Teller packen. Bergkäsesticks, die wir dann, ihr ahnt es schon, deswegen habe ich hier die Fritteuse stehen, frittieren werden.
funktioniert auch in der Pfanne. Also da keine Panik. Aber Fritteuse, gerade wenn man sie hat, ist natürlich geiler. Ich habe jetzt schon richtig Bock auf unsere Knick-Knack-Bergkäse-Sticks. Ja? Aber wir müssen natürlich noch weitermachen. Wir sind noch nicht fertig mit dem Panieren. Wir haben jetzt noch unser Rindfleisch. Also da nehmt wirklich Rindfleisch und nicht halb und halb oder so, weil auf dem Burger gehört Rind. Und da formt ihr euch jetzt so ein kleines Bällchen und das drückt ihr dann platt. Klar, ihr könnt natürlich auch eine Burgerpresse nehmen, wenn ihr habt. Aber es geht auch, wenn es so zwischen Händen ist. Das hat dann halt nicht die perfekte Form, mein Gott. Ja, das sind so Handcraft-Burger. Das muss so. Und ich mag das auch, wenn es nicht zu platt ist. Weil persönlich mag ich das halt ganz gerne, wenn innen drin das ganze Medium ist bei Burgern. Also ich liebe das ja. Andere mögen das überhaupt nicht. Und das panieren wir natürlich jetzt auch nochmal. Das heißt, da machen wir jetzt auch wieder Mehl von beiden Seiten. Und das Schöne ist ja mit der Panierung der Knickknacks, haben wir halt nochmal so eine Schicht drum. Das heißt, das bleibt innen drin geschützt und bleibt dann auch schön saftig. Ne? Plus wir haben halt den Crunch. Ja? Double Crunch, weil wir haben ja Bergkäse, die Dinger und die Rösties. Also eigentlich sogar Triple Crunch. So, gleiches Prinzip hier auch wieder. Jetzt unsere klein gemörderten Knickknacks drumherum und am Ende versiegeln wir das Ganze mit den Semmelbröseln. Hier habe ich es jetzt ein bisschen gröber, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, sonst mördere ich gleich nochmal ein bisschen was an Knickknacks. Also machen wir einen hohen Knickknack-Verbrauch. Gibt Schlimmeres. Und hier ist es nicht ganz so schlimm, wenn das nicht komplett verschlossen ist, sag ich mal. Brauche mehr von den großen Schüsseln. Bei dem braten wir eh in der Pfanne, der muss ja nicht frittiert werden, da läuft doch nichts aus. So Leute, wir sind jetzt in der Schlussphase. Wir haben jetzt die Brötchen noch mal ein bisschen gehen lassen und die sind auch noch ein bisschen hochgegangen, wie man sieht. Was wir jetzt noch machen, wir haben noch ein bisschen Ei. Das streichen wir hier rüber. Über die Brötchen. Das sorgt dafür, dass die noch mal so schön glänzen später. Und wir haben noch ein bisschen was vor mit denen. Das hält dann besser, wenn wir die gleich noch mit Speck und Käse bestreuen. Wenn wir dann alle eingestrichen haben, dann schön gewürfelten Speck oder Bacon, wie ja inzwischen alle immer nur noch sagen. Und, haben wir vorbereitet, unseren Emmentaler. Wird drüber geben, der schmilzt dann, wie als wenn wir so ein Käsebrötchen hätten. Und dann kommt das Ganze bei 180 Umluft oder 200 Ober-Unterhitze. Letzteres würde ich euch empfehlen. In den Ofen. Wir haben jetzt noch unsere Kartoffelmasse. Ja, und da müssen wir noch Röstis rausformen. Dazu nehmen wir uns so ein bisschen Kartoffel und drücken das hier aus. Also ihr werdet feststellen, da hat sich Wasser gebildet. Das muss weg. Gut ausdrücken. Und jetzt zwei Hände. Ich mache das jetzt mal exemplarisch. Mit der Knickknackmasse verbinden. Die bindet dann auch noch mal ein bisschen Flüssigkeit, dass wir das Ganze schön kross bekommen. Können natürlich jetzt auch alles umfüllen und dann erstmal mit Knickknacks mischen. Das ging auch. Dann kriegen wir hier so schöne Röstis. Küche sieht mittlerweile aus wie ein Schlachtfeld, das ist aber okay. Wir wollen jetzt natürlich frisch Burger servieren und immer wieder nachmachen, weil ich kann mir vorstellen, dass da sicherlich gleich ein paar Leute probieren wollen. Wir machen den Herd schon mal an. Ich habe hier für unsere Bergkäse-Sticks auch lecker Preiselbeeren. Ja? Passt super dipmäßig dazu. Fritteuse haben wir an. Haben wir so auf 170 Grad, 165 Grad. Hier lassen wir auch natürlich das Öl heiß werden. Einmal haben wir so einen kleinen Topf für die Soße und die Pfanne können wir für Rösti und Fleisch beides nehmen. Heißt natürlich, hier machen wir erstmal schön Zwiebeln, Knoblauch rein für unsere Soße und schwitzen das Ganze an. Wenn die Zwiebeln dann schon glasig sind, dann nehme ich ganz klein bisschen Brühe, wo ich etwas Speisestärke reingegeben habe. Man hitzt sie jetzt ein bisschen runter, das ist ganz wichtig. Fritteuse ist schon heiß, sehr gut. Kommen dann jetzt gleich die Sticks rein, dann kommt dann alles auf einmal. Und hier geben wir jetzt unseren Käse rein. Da jetzt aufpassen, Käse darf man nicht zu heiß machen und nicht zu lange, weil sonst flockt er aus, ne? Das wollen wir ja nicht. So, ne? Wenn wir merken, dass jetzt kurz davor fertig zu werden, gerade der Käse ist da so ein bisschen kritisch, dann gehen wir hier mit der Temperatur runter auf 1, ne? Weil wir haben jetzt so eine schöne Käsemasse. Wir sollen natürlich auch warm bleiben und so bleiben. Und jetzt heißt es natürlich zum einen, unsere Bergkäse-Sticks wollen frittiert werden, die geben wir rein.
Na, vorsichtig, nicht zu viele. Dann geht es hier in der Pfanne weiter. Dann machen wir hier unsere Patties rein und natürlich auch den Rösti. Wichtig ist natürlich jetzt daneben zu stehen, dass die nicht zu lange backen. Klar, die sollen natürlich durch sein, hier auch mit reichlich Fett jeweils. Und ich sehe schon, das wird geil! Guckt euch mal die Soße an, wie geil die wird. Aber wenn die kurz davor sind, ne, auszulaufen, raus damit. Weil sonst landet der ganze Käse im Fett und das wollen wir ja nicht. Schaut euch das mal an. Sind die geil geworden? Die sind richtig geil geworden, oder? Ah, da nehmen wir jetzt einen, schneiden den natürlich auf. Boah, und wie fluffig die geworden sind. Guckt mal hier rein. Guckt euch das mal an. So, Freunde, das sieht doch schon richtig gut aus hier. Das heißt, wir packen jetzt den Klops hier drauf und natürlich auch unseren Rösti. So, dazu gibt es dann jetzt unsere richtig geile Bergkäsesoße. Boah, guckt euch das an, ich hoffe, man sieht das. Mal, wie das hier schön runterläuft. Heide Witzka, ist das geil. Dann kommt da ein schönes Tomatenscheibchen noch drauf. Ja, wir wollen ja gesund leben. Irgendwas Gesundes brauchen wir ja auch. Und Deckel drauf. Oh. Ist das geil oder nicht? So, Leute, und ich kann es gar nicht geil genug in die Kamera zeigen. Guckt euch das mal an. Können wir da ranzoomen? Boah. Ah, ihr wisst, jetzt kommt mein Lieblingspart bei Mori kocht. Von oben vielleicht nochmal. Das ist wirklich, glaube ich, ich weiß, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber ich toppe mich ja jedes Mal selber. Einer der geilsten Burger, die ich jemals gemacht habe. Und das war es jetzt auch wieder mit Mori kocht. Jetzt geht's ins Probieren. Danke natürlich an Nicknacks und probieren als erstes diese Nicknack Bergkäse-Sticks. Boah. Das ist richtig geil mit dem. Und dann ein bisschen den Burger, weil. Kocht es auf jeden Fall nach. Ne? Wie gesagt, danke an Nicknacks. Abonnieren, liken, Glocke. Boah, der Himmel. Die Kartoffel mit dem. Na, no, das Brot. Boah, das ist einfach alles lecker! Guten Appetit und haut da rein bei Mori kocht. Wow, wow, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist der Burger geil? Ja. Das freut mich. Ich mache jetzt noch mal ein bisschen mehr. Auch.